Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Derail Valley. Ja, ich habe ein bisschen Geld gesammelt und ich habe eine neue Lizenz geholt, nämlich die Mehrfachtraktion. Und dann wollen wir damit ein bisschen Geld machen, damit ich noch gleichzeitige Aufträge 2 und Zuglänge 2 kaufen kann, damit wir endlich mal mit den großen Jungs da hinten fahren können. Es geht leider noch nicht, aber dahin kommen wir noch. Ja, die zwei habe ich mir jetzt ausgesucht und mit unterschiedlicher Lackierung. Wir werden in der drin sein. Die steht falsch herum. Ich hoffe, das wird kein Problem, weil eigentlich, so war es in der früheren Version, ist besser, wenn die Front auch nach vorne in Fahrtrichtung schaut, wegen der Kühlung. Zu den Aufträgen. Ich habe 2 Aufträge. Einerseits die Kollegen da, die müssen zum zentralen Ölfeld und da hinten hat sie noch Schrott und das musste der Schmelze. Ich kann euch die Aufträge mal kurz zeigen. Das wäre einerseits das hier. Der Kollege hier wiegt 152 Tonnen, ist 116 Meter lang. Soweit so gut, für das kriegen wir 16.000. Und Kollege Nummer 2, gebe noch mal eins vor. Das ist das Schwergewicht, 464 Tonnen mit 106 Meter. Ja, ich hoffe mal, mit Doppeltraktion haben wir genug Power, dass wir hier den Berg hochkommen. Also von der Strecke her, wenn wir die Strecke fahren, die wir eh auch schon mal gefahren sind, sprich, wir nehmen hier das Stück da und fahren dann so rein. Hier so rein, hier machen wir den ersten Drop-Off und dann den zweiten Drop-Off. So ungefähr dachte ich mir das mal. Gut, machen wir hier mal die Lok ready. Sicherungen sind drin, Motor starten. Da ist noch alles fresh hier. Du bleibst auf neutral, Lüftung ist an, alles klar. Dann zu dir, Kollege. Motor ist an, perfekt. Dann Licht hinten. Ist das jetzt richtig? Ja. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal rückwärts und hoffen, dass wir den Berg hier hochkommen. Ja. Uncool. Oh, das wird sehr spannend werden mit dem Berg. Wir werden da wirklich mit ein bisschen Schwung arbeiten müssen. Die Temperatur geht einfach so schnell nach oben bei dem Teil. Schauen wir uns das mal kurz an. Ja, ist schon ein schöner Zugverband. Aber die Dinge müssen wir auch mal waschen. Ja, gut. Gehen wir wieder vorne rein. Oh, lass mich rein. Ich weiß gar nicht mal, warum man da hinten in der Kurve fahren durfte. Ich glaube 20 oder 30. Ja, wir werden jetzt einfach nicht zu schnell fahren. Ich hätte jetzt noch die Chance, die Lok hier zu drehen auf der Drehscheibe. Ja, soll das Risiko. Ah, ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Ich glaube, ich will jetzt nicht nochmal auf die Drehscheibe. Ungefähr 25. Ja,
und es nieselt auch noch leicht. Das ist natürlich super für unser Vorhaben. Bald, schon sehr bald. Alle drei da hinten. Also mein First Aim wäre eigentlich die große Dampflok fürs Erste. Oh, was macht die Geschwindigkeit? Gehen wir mal ein bisschen runter. Sicher nicht mit der Kurve da hinten. Das ist, glaube ich, war Military Base, ne? Ja. Plus 1,2. Na komm, gehen wir mal ein bisschen Schmackes. Schlau gewesen wäre, dann hätte ich jetzt eine Laterne auf den letzten Wagen gemacht, damit ich dann sehe, ob er auch noch schön mitkommt. Oh, der erste Test mit der Steigerung. Maximal 40. Wir sind ein bisschen drunter, das passt. Oh, wir werden schon langsamer, oder? Ja. Jo. Und das ist erst der Anfang. Ja, wir haben sehr gute Chancen, dass wir es nicht schaffen. Ich frage mich gerade, ob ich dreifach kuppeln kann. Das wäre natürlich auch eine Option. Das Ding ist halt, wir müssen dann einfach dreimal Versicherung zahlen. Also ist ein bisschen ein teurer Spaß, das Ganze. Autsch, Autsch, Autsch. Plus 2,4. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Das ist, glaube ich, ein sehr kurzes Abenteuer. Komm, 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 komm. Zieh. Macht eigentlich die Temperatur bei dir? Na, ist fast gleich. Jo, und da waren wir beim Stillstand. Und es geht retour. Okay, mal kurz reinbremsen. Ja, wir brauchen eine dritte Lok. Das wird sonst nichts. Kann jetzt nochmal. Ja, das wird immer anfahren. Das wird jetzt hier nichts. Wie weit geht denn das hier noch? Ja, es wäre noch nicht mal so weit. Wir sind da hinten mit der Steigung gerade mal. Lass mich da rein. Ich gerade mal schauen. 1,5. Hallo, lass mich. Hallo. Lass mich runter. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ich krieg den Zug da. Ich kann es mal probieren. Wir geben mal kurz Leistung.
Nö, da tut sich gar nichts. Nope. Okay. Das ist jetzt bescheiden. Ja, dann habe ich eh keine andere Wahl, als dass wir das wieder zurückdüsen. Und hoffentlich steht im Depot noch irgendwie eine Lok, die wir nutzen können. Ansonsten muss ich mir schnell eine Lok herholen. Ach man, so ein Shit. Ich hätte mir echt gedacht, das wird sie vielleicht schaffen. Naja, daraus lernt man, würde ich mal sagen. Hätte ich mir nur die stärkere Lok kaufen können. Falsch. Wir werden ein bisschen zu schnell hier. 40 ist hier angesagt. Bremsen bitte. Ich meine, der Zug da hinten, der ist aber schon voll am Rasen. So, nur bis zum Depot. Mal wieder lösen. Wirklich mit 50 raufdonnern. Ich meine, auch wenn wir es dann hoch schaffen, spätestens da hinten wird es dann vermutlich halt wieder kacke sein. Und zweimal fahren will ich halt jetzt auch nicht. Ja gut, wobei einmal, wir könnten es halt wirklich. Ich sehe einfach keine Chancen, dass wir das halt mit Schwung hinkriegen auf Dauer. So, wir können mal stehen bleiben. Bremse. Dankeschön. Währenddessen steigen wir mal aus. Ist hier irgendwas, was wir nutzen können? Nee. Ich glaube, die wird es schaffen. Garantiert sogar zu zweit. Konnte die Lizenz nicht holen. Du auch. Und du auch. So, jetzt ist aber keine Lok da, die ich nutzen kann. Das ist dämlich. Oh. Du stehst da. Gut. Meine ganzen Verwandten müssen weiter nach hinten. Dann machen wir halt Dreifachtraktion. Ah, halt. Können wir schon mal drücken. Was kriege ich da geldtechnisch? Lass mal gucken. 16.000, 12.000. Kann ich vermutlich mal 5.000 bis 6.000 wieder abziehen. Nur für die drei Loks dann. Oh, bitte. Bitte, bitte funktionieren mit drei. Dann haben wir da kein Problem. Ich werde das aber so machen, die andere Lok. Weil die steckt, glaube ich, genauso falsch rum wie unsere jetzt. Ja, da macht es ganz Sinn, da kann auch die vorne sein. Oder? Ja, die steht auch falsch rum. Zumindest für unsere Fahrtrichtung. Ja, die Weiche ist es.
einmal Leerlauf. Dankeschön. Reinbremsen. Und Motor aus. Bis wir mit der anderen Lok da sind. Wenn wir das die Sprit verbrauchen, für nix. So, mein Kollege. Wir brauchen deine Unterstützung. Perfekt. So, Handbremse. Weiß, Abmarsch. Nein. Wo denke ich das da? Warum ist jetzt auf einmal so? Ach so. Weil ich die Tür aufgemacht habe. 2, 3, Retour. Was mag es? Sehr gut. Ah, die arme Lok. Bin ich schon noch ein bisschen hart rannehmen hier. Oh, jetzt aber nicht so schnell, bitte. Das wär's jetzt noch, wenn die nur kaputt geht, weil ich da einfach zu fest ranfahre. Ja, netter Glanzeffekt. Schön langsam daran. Ja, wie Butter. Nice. Oh, einmal anschließen. Hier, komm her. Perfekto. Dann den hier. Oh, Ventil hier auf. Perfekt. Hätten wir das. Hier gehen wir rein. Das. Moment. Lichter sind aus. Motor machen wir an. Alles lösen hier. Passt. Motor hier auch an, bitte. Okay. Wir sind. Passt. Neutral. Ja. Neutral. Gut. Und jetzt können wir hier die Lichter anmachen. Lüfter an. Retour. Gott. Irgendwas vergessen, glaub nicht. Mal kurz draußen prüfen. Ja, geil. Dreifachtraktion. Da will ich noch ein Foto machen. Irgendwie. So, Foto. So, da. Hoffe mal, dass es jetzt besser geht. Machen die auch wirklich alle mit? Ja. Yes! Dreimal Umwelt verschmutzen. Bin schon mal gespannt, wie das dann hier aussehen wird, wenn hier da eine Helox kommt. Gott.
Diesmal werden wir ein bisschen schneller reinfahren. Wir könnten eigentlich Lichter hier anmachen. Jetzt wird es ja eh dunkel. Also gab es noch eine Stufe höher? Ja. Wer nicht. Okay, 30. Dann ab 40. Andererseits, ein bisschen rollen wäre nicht schlecht, um Temperatur zu verlieren. Und wir schalten mal eins runter. Wir generieren mal ganz kurz aus. Hier verlieren. So, jetzt geht's hier gleich los. Jetzt mehr Schwung. Ja, noch nichts im Gleis. Jetzt müssen wir unbedingt auf die Temperatur achten. Dass wir da schneller runtergehen mit der Leistung. Okay, jetzt steigen die Ampere. Ja, wir bleiben noch ein bisschen drin. Sagst dir weh, du schaffst es nicht mit dreifach. Ja, es wirkt schon sehr viel besser als wie beim ersten Mal. Komm, 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 komm. Schön ziehen. Ampere. Komm, Kleine, du schaffst es. Ja, ist ein bisschen das Blöde, dass einfach genau das Schwerste vom Zug ganz hinten ist. Aber das ist halt auch das Erste, was wir abgeben müssen. Oh, schleudern. Sandsteuer. Wir schleudern. Nein! Nein, Scheiße. Temperatur nichts gut. Und wir haben es fast. Komm, 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 komm. Komm schon. Komm, 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 komm. Bewegung ist noch. Fuck. Nein, das darf nicht wahr sein. Okay, wir bremsen mal kurz. Nein, wir wären de facto oben. Das kann es jetzt nicht sein. Okay. Scheibenwischer an der Stelle mal an. Danke. Wir probieren das gleich nochmal anzufahren. Hey, das kann es doch nicht sein. Hier schön runter, damit ich Spielraum habe.
Okay, wir probieren es. Wir geben mal Leistung. Komm. Zieh. Komm. Fuck. Ah. Das klang jetzt gerade nicht sehr gut. FM aus. Okay. Die haben damit der Hitze nicht mitgemacht. Die vermutlich genau. Im Moment einmal. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Da drin. Da ist an. Da ist aus. Ja, da war ich gerade ein bisschen zu klug. Aber wir haben es ein paar Zentimeter geschafft. Aber wir fahren wieder zurück. Na komm. Komm, nicht nach hinten. Ich glaube, das kriegen wir. Nein, das kriege ich nicht hin. Aber das kann es doch nicht sein. Ah. I guess, wir fahren wieder nach unten. Ah, Mann, ey. Das Einzige, was halt noch geht, wir können halt mit noch mehr Schwung fahren. Alle guten Dinge sind drei. Das muss machbar sein. Eine Dreifachtraktion und kriegen es einfach nicht hin, hier rauf zu kommen. Schöne Scheiße hier. Ob es die Kurve hier verträgt, dass man mit 50 durchpfeifern anstatt 40. Welcher bei der da hinten? Ja gut, wobei, ich glaube, die schafft's. Aber da sind wir schon zu schnell. Ja, ich glaube, perfekter Stresstest. Wir fahren da jetzt mit 50. Gut, dann fahren wir jetzt mal bis hinten. Oh, wenn mir das gerade einfällt, muss ich die Weichen. Na, wobei, da wo der hinfährt. Doch, das sollte passen. Ja, ich habe so Déjà-vu-Erlebnis. Ich glaube, ich war hier schon mal. Eine andere Option wäre natürlich, dass ich mich ins Bett lege im Spiel und schlafe mal ein paar Stunden und dann ist hoffentlich der Regen vorbei, weil der Regen ist jetzt einfach nicht förderlich.
Anlauf. Das Gleis müsste frei sein, wo wir hin müssen. Oder auch nicht. Oh fuck, anhalten. Anhalten. Ja, ich weiß. Ja, da hätten wir gleich die zweite Katastrophe gehabt. So, rückwärts. Diesmal mit Maximum Schmagess. Einmal lösen. Oh, mal so richtig glänzwert. Ja. Komm. Da hinten. Also war doch frei. Hab's falsch gesehen. Okay. So. Komm. Wir müssen da jetzt mal ein bisschen speeden. Und Temperatur. Komm, wir schaffen das. Auch auf Geschwindigkeit. Die Lüftung bringt einfach so überhaupt gar nichts. Wir sind auf 40. Mal runter, abkühlen lassen. Komm, mehr Leistung. Wir müssen da mit Schwung rauf. Komm. Ja, 45. Jetzt halbwegs gut time. Verlängerte Geschwindigkeit, das passt. Komm hier drei. So weit ist es nicht. Jetzt vor 400 Ampere. Nochmal, kann der Scheibenwischer mal ein bisschen besser arbeiten hier. Scheibenwischer, mach mal mehr hier. 400 Ampere. Jetzt wird's kritisch. Wir gehen über 400. Komm, zieh. Ah, diesmal nicht. Yes. Ja, ich weiß. Komm. Wir müssen brauchen das schwere Zeug hier oben. Okay, es geht wieder ohne. Oder auch nicht.
weniger Leistung für die Temperatur des Post. Wir werden sogar schneller. Temperatur geht nach hinten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber hier mal schon wieder die nächste Steigung. Aber es ist nicht ganz so viel wie beim letzten Abschnitt. Das kostet Nerven hier. Aber wir werden langsamer. Jetzt haben wir es zwar weiter geschafft, aber ich glaube, hier den langen Switch werden wir vermutlich nicht schaffen. Weil ich meinte, bis zu der ersten Kreuzung geht es einfach hier nur bergauf. Ja, das wird ein langsamer Tod hier. Aber sie halten sich jetzt momentan nicht schlecht. Wie schauen wir hier aus? Plus 0,5. Das ist noch weniger. Das könnte man schaffen. Nein, nein, nicht schleudern. Ja, komm, ein bisschen da reinziehen. Damit ich vom Gas runter kann. Kleine, du schaffst es. Okay, noch weniger Leistung. Temperatur geht ein bisschen nach hinten. Wir rollen und das ist das Wichtigste. Oh mein Gott. Jetzt schneller. Wir werden ganz leicht schneller. Oh yes. Oh, ich glaube, wir haben Glück. Nice. Ja, wir werden schneller. Was? Nein. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich... Ich habe mir noch eine Taschenlampe gekauft. Bringt hier natürlich sehr viel. Ja, ich hätte die Laterne da hinten dran machen sollen. Ich glaube, wenn es mal ein bisschen besser geht. Hallo, Tür. 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 Dankeschön. Mache ich hinten die Laterne noch dran. Oh, mehr Leistung. Ich hätte gerne Geschwindigkeit. Schneller umso besser. 50. Schneller werdend. Mal Weltkarte checken. Kreuzung. Ne, halt, Weltkarte. Kreuzung links. Und dann nochmal links. Ja, okay. Leistung. Waren eigentlich die anderen Loks so temperaturtechnisch? Ja, ist ziemlich gleich. Ja. Okay, wir gehen wieder nach vorne. Ja,
verträgst du noch eins? Ja, da schießt die Temperatur gerade wieder nach oben. Aber wir beschleunigen. Oh, 60 schon langsamer werden. Ja, ich gehe schon runter. Reg dich nicht auf. Bis zur Kreuzung und dann geht's bergab. Dann haben wir das Schlimmste geschafft. Eins Komma zwei Prozent. Ne, bleib mal so. Die letzte Linkskurve, glaube ich. Funkgerät schon mal für die Weiche. Wo bist du? Ah, da. Ist eh richtig und dann haben wir hier 70 plus 1,1. Ja, passt. Sehr gut, wir haben es geschafft, liebe Leute. Geilo Matigo. Super, wenn wir dann die ganz große Diesellok haben und dann mal so richtig lange Züge fahren. Und auch da Mehrfachtraktion. Au, oh, das wird super. Das wird so ein Fest, aber das kostet noch so viel Geld. Da werde ich noch ein paar Mal fahren müssen. Und ab jetzt glaube ich bergab, ne? Also gerade und dann bergab. Irgendwie so. Ich glaube, die Strecke kennt ihr ja an sich ja schon. Und ich würde sagen, kurz vor der Schmelzhütte werden wir uns dann gleich wieder sehen. Die Aufnahme wird jetzt hier weiterlaufen. Für den Fall, dass ich Blödsinn baue oder sonst irgendwie was passiert, kommt es natürlich ins Video. Aber ansonsten gibt es einen Schnitt gerade bei der Schmelzhütte. Also, bis gleich. Oder bis zum nächsten Event. Wer weiß. Okay, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir sind da.
Ja, die Fahrt dahin, wie ihr da gesehen habt, die war nicht sehr spektakulär. Das hat eigentlich sehr gut geklappt. Ich bin ursprünglich auf dem Gleis eingefahren. Ich bin nochmal schnell nach hinten und bin auf den richtigen Gleis rein. Wir werden die Wagen jetzt mal da hinten abkuppeln. Södele. Einmal den da. So, da machen wir zu. Da lassen wir offen. Und einmal die Handbremse anziehen. Nice. So. Und wir gehen dem auch gleich mal ab hier. Hier. Ich hoffe, du bist zufrieden mit uns. Yeah. Geil. So, das brauche ich nicht mehr. Okay. Was sagt Geld? 40.000. So, was wir jetzt machen, ist Maschinenfabrik und Stadt. Wir werden uns mal ganz schnell teleportieren. Wir werden es gleich sehen, wieso. Weltkarte. Schnellreise. Ja. Weil für den nächsten Reiseabschnitt hätte ich gerne ein ganz bestimmtes Item und das sollte ich eigentlich da bekommen. So, wo ist hier der Shop? Machine Factory Town, wo ist der Shop? Shop. Hallo, Shop. Ist das? Oh ja. Der Shop. Nice. Kassette. Funkfeld. Zugschlusslaterne. Ich will. Aber eigentlich will ich das Dester. So. Dester. Wisst ihr was? Das kaufen wir auch mal. So, drei. Portemonnaie. 13.000. Geil. Dankeschön. Geil. Ach so. Moment. Feuerzeug. Wie geil. Wie geil. Nice. Haben wir das auch mal. Weltkarte. Ich möchte gern dahin wieder zurück. Ja, danke. So, die Dinger laufen noch, das passt. Wie ist das jetzt gegangen mit dem Teil? Ein. Kuppeln, entkuppeln. Wie kann ich das nochmal zuweisen? Muss ich da in der Lok sein? Check nochmal. Ah ja, halt. Nein, ich will nicht die Steuerung haben. Yes! So, weil wir müssen jetzt... Das müssen wir mal vorwärts raus. Aber was wir jetzt mal hier machen, auf dem letzten Wagen hier... Okay. Die Wagen sind einfach weg. Alles klar. So. Wo ist die Zugschlusslaterne? Hallo? Inventar. Ach so. Tun wir die normale Laterne mal weg. Tun wir das da rein. Passt. Und dann werden wir dich da irgendwo hier mal so platzieren. Brauche ich eigentlich eine zweite. Werden wir es dann mal kaufen. So, wir stellen uns mal hier hin. So. Fernsteuerung. Komm mal her. Passt. Wo ist Richtungswender? Lokbremse? Fahrtrichtung. Oder so? So, Zugbremse machen wir mal weg. Wählen. Also das war zum Kuppeln. Fahrtrichtung. Ah, vorwärts. Ist hier Gas? Ja, geil. Ja, sehr geil. Gefällt. So viel einfach nur, dass die Batterie ist soweit
Aushelp ist noch da hinten. Wo haben wir das Funkgerät? Die Weiche da hinten. Meine Geschwindigkeit ein bisschen weniger, dankeschön. Oh, der ganze Nachteil von dem Plan ist, ich sehe nichts. Taschenlampe. Na, ja, fuck. Nein! Oh, ich will mitfahren. Ja, also irgendwie ist es nicht so ganz schlau, was ich hier mache. Aber wer sonst nicht ich? Das wäre heute am Tag ein bisschen besser, wenn man ein bisschen mehr sieht. Ja, komm, ich will noch ein bisschen mehr Leistung geben. So, 40. Nein. Ah, fuck. Komm, ich will da mitfahren. Shit. Nein. Okay, so geht's einigermaßen. Kann ich die Taschenlampe eigentlich irgendwo hinlegen? Geht das? Die auch so hinlegen, dass die nach vorne schaut. Ja, geil. Okay, ich hab meinen Scheinwerfer. Wie geil. Okay, geht nach links. Wir sind ein bisschen schnell. Aber 50 dürfen wir hier. Oh je, ich glaube, das geht so gegen so viele Vorschriften. Okay, einmal gerade durch, dankeschön. Nice. Aber dass man hier wirklich die Taschenlampe hinlegen kann und die da den Weg leuchtet, das ist super, mega geil. Danke, liebe Entwickler, dass ihr das gemacht habt. Und als nächstes müsste das Ölfeld kommen. Wo ich noch gar nicht genau weiß, wo wir da eigentlich hin müssen. Ölfeld ist... Ja, ich kann es nicht lesen. B6S. Könnte mal ein bisschen cheaten und nach vorne gehen. Wo ist B6S? 4, 3, 4, 5... Oh, das ist da hinten. Das Weiche muss geschaltet werden. Oder umgelegt, besser gesagt. Und wir fahren dann ganz nach hinten. So. Aber wie das aussieht! Oh, Funkfernsteuerung. Da rein. Ich bin sportlich. Nein, nein, oh fuck, fuck. Nein, 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 oh scheiße. Brems, 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 brems. Autsch. Möchten Sie anhalten? Autsch! War vielleicht doch nicht das richtige Gleis. B6S. Moment mal. Doch richtig?
E4. Doch, das Gleis ist schon das Richtige. Aber... ja, erstens zu schnell. Zweitens hätte ich vielleicht schauen sollen, was da hinten drin ist. Bist du jetzt über die Weiche drüber? Nee. Oh, kannst du stehen lassen. Wie viel Schaden hast du jetzt gekriegt? Autsch. Autsch. Okay, da ist wieder gut. Aua. Und wie schaut es mit euch aus? Autsch. Oh mein Gott, ich bin so ein Chaot. So, kann ich dich auch wieder nehmen? Danke. So, machen wir hier auf. Ist abgestellt. Oh Mann, ey. So, abkuppeln. Hätten wir das erstmal. Okay. Motor abstellen. Gott, ist gut hier. So, Motor abstellen. Falsch. Okay. So, Bremse rein. Handbremse. Gut. Ja, dann gehen wir mal die frohe Kunde hier ab, dass die Sachen angekommen sind. In einem mehr oder weniger guten Zustand. Wo ist die Hütte da? Oh, cool. Aber der CSX. Wo ist die Hütte hier zum Abgeben? Hä? Hallo? Wo ist das? Ach, da auf der anderen Seite. Oh Mann. So, dala. Also, einmal diesen Auftrag bitte. Wo ist? Wag. Ah, scheiße, wieder 15.000. Deine Gebühr wird um 7 Uhr auf deine Gebührtoleranz angerechnet. Wow. Mhm. Ich meine, keine Umweltschäden. Wie viel Gebühren? Ach du. Für die Versicherten müssen nur 11.000 bezahlt, um alle Gebühren zu begleichen. Okay, habe ich so viel Geld? Ort noch so. Holy shit. Sicher hat alle Gebühren bezahlt. Okay, wir haben jetzt nichts mehr offen. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? 1000. Oh Mann, ich habe kein Geld mehr. Wir brauchen... oh Gott, manuelle Erwartung wäre halt noch was. Wir brauchen halt... gleichzeitig Aufträge 2 und Zuglänge 2. Das sind 40.000. Und dann halt nochmal 50.000 für die Lok. Oh, shoot. Ja, ich sollte vielleicht vorsichtiger fahren. Weil je. Yeah. Aber ich glaube, ich werde mal so zwischen Episoden noch ein bisschen was fahren. Ein bisschen was längeres, also zum Beispiel zum Hafen wieder. 23.000. Also das ist Hazmat. Ich glaube, das darf ich. Ja, die braucht lang 2. Das kann ich auch nicht fahren. Aber ich kann ein bisschen was kombinieren. Autsch, autsch, autsch. Was eine Fahrt. Aber hätte schlimmer sein können. Ich meine, Gott sei Dank haben wir es bei Hafen und Stadt überhaupt hochgeschafft. Aber das da war jetzt gerade ein bisschen unnötig. Aber selber schuld. So wie ich halt gefahren bin. Das war zu erwarten, dass das irgendwann schief geht. Naja, gern eure Meinung in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. Bis dahin, gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.